Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Assassin's Creed Revelations. Ist schon wieder ein Wörtchen her seit dem letzten Mal, aber ja, das sage ich auch immer und immer wieder aufs Neue. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine super geile Armbrust. Yeah. Sind hier irgendwo Wachen? Wachen? Gut, die Armbrust haben wir jetzt auf jeden Fall. War ziemlich teuer. Ihr seht schon, so viel Geld haben wir jetzt gar nicht mehr. Elender Mist! Weg hier! Außerdem ist mein Fenster gerade offen, bei diesem wunderschönen Wetter draußen. Bei uns zumindest. Also falls man irgendwie mal was im Hintergrund hören sollte, was ich irgendwie nicht denke, aber kann ja sein, dann liegt es da dran. Irgendwie so ein Hunde bellen oder... Vorhin hat auch jemand Basketball gespielt. Okay, erstmal sollte ich hier mal auf die Karte gucken, was geschlossene Brunnen. Ah, okay. Haben wir sowas? Krähen, Kirsch und Splitterbombe. Ich würde eigentlich gerne mal ausprobieren, ob ich die alle vier mit einem Schlag töten kann. Warte, das mache ich mal gerade. Nur mal ausprobieren. WTF, was war das denn? Oha. Ey, es hat geklappt. Jetzt ist er ganz alleine. Oh, der Arme. So, auf die Karte wollte ich gucken. Was, ja. Also wir haben den ersten von fünf Schlüsseln, von diesen Masyaf-Schlüsseln. Oder, Masyaf. Ja, haben wir gefunden. Und, ein Fünftel des Spiels sollen wir auch schon haben. Also 21%. Da steht ja immer im Hauptmenü, wie viele Prozent man schon hat. So, was haben wir hier? Sophia-Erinnerung. Die haben wir. Gesperrte Feste. Warum ist die Feste gesperrt? Ich weiß nicht, warum die gesperrt ist, ne? Aber okay. Wo konnten wir unsere Assassinen nochmal losschicken? Wie sah das aus? Wo konnten wir unsere Assassinen schicken? Ich weiß nicht. Okay, also Sophia-Erinnerung, das ist wohl gerade das... Ne, hier ist auch noch was. Oh Mann, viel zu viel. Dann würde ich sagen, schicke ich erstmal ein bisschen meine Assassinen los. Dazu gehe ich mal hier zur Assassinen-Feste. Da müssen wir was an Borgia-Türmen noch erobern. Denn ihr seht schon, unsere nächste Erinnerung ist im Gebiet der Borgia. Und es macht sich immer besser, wenn man das Gebiet vorher von den Borgia befreit. Oh, da läuft er ganz alleine. Forever alone. Also werden wir das mal tun, aber das sind, glaube ich, sogar zwei Borgia-Türme. Also das kann ja was werden. So. Auf zur Assassinenfeste. Da ist ja so jemand. Guckt mal, ein kleiner Mann ist da. Ein kleiner Mann. Na gut, da müssen wir nicht unbedingt hin. Das heißt, ich springe mal hier runter und da runter und lass mich fallen. So. Jetzt los, Ezio, da runter. Aber warum? Ja, mit diesen Desmonds-Erinnerungen, die werden nochmal irgendwie nachträglich oder zwischendrin mal kommen, habe ich aber auch schon mal gesagt, weil ich die Desmond-Erinnerungen jedes Mal, wenn ich die dann spielen möchte, stutzt Traps nicht ab, aber unterbricht die Aufnahme, also nimmt nicht weiter auf und das ist ein bisschen kacke natürlich. Aber die einfach weglassen möchte ich auch nicht, ne? Das ist auch doof. So, die Assassinenfeste. Wo können wir denn hier... Hier geht's raus. Können wir überhaupt unser Assassin wegschicken? Wäre dumm, wenn nicht, ne? Eigentlich. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier die Truhe öffnen. Sag bloß, wir können hier nicht unsere Assassinen losschicken. Das wär's ja. In der Assassinenfeste können wir unsere Assassinen nicht auf Aufträge schicken, auf Missionen. Kann man das denn sonst machen? Wie sah das Symbol dafür aus? Muss ich gleich nochmal gucken. Nee, hier waren nur Bomben. Bomben, 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 Bomben. Bomben will ich jetzt nicht. Das sind nur diese Aufträge. Nee, tatsächlich kann man hier nicht machen. Na, so ein Kack aber auch.
Das Symbol, das Symbol, das Symbol. Warte mal, wo haben wir hier? Hallo? Da, Legende. Assassin rekrutieren, Templerhauptmann? Nee. Meister-Assassin-Mission. Auch cool. Taubenschläger. Da muss ich hin. Zu Taubenschlägen. Aha, aha, aha. Das sind aber Assassinenfeste, oder wie sehen die aus? Ich bin irritiert. Ich bin irritiert. Na gut, dann kämpfen wir uns mal langsam hier vor. Oh, kurzer Schnitt. Der Typ, in dessen Aufnahmen am häufigsten das Telefon klingelt. Yeah. So, also kämpfen wir uns mal langsam hier vor. Ich würde sagen, diese beiden Borgia-Festen oder Templar-Festen sind ja... Sind die nicht die Borgia? Ich habe Borgia gesagt, ne? Die wollen wir dann mal erobern. Na gut, dann erstmal hier zum Aussichtspunkt. Gut. Da ist noch eine Kiste, die wieder hier sinnlos oder... Da ist eine geöffnete Kiste. Ah, die haben wir wohl letztes Mal irgendwie mal übersehen. Krähenfüße. Einzukaufen? Achso, ein Schwarzmarkt. Ein Schwarzmarkt. Oder ein Schwarzmarkthändler. Ich habe ein paar sehr seltene Dinge. Ich habe ein paar sehr seltene Dinge. Das ist ja schön. So, 300 Schritte, Fußdings. Vielleicht sollte ich wirklich nochmal so ein paar von diesen Tunneleingängen nochmal renovieren. Dann wird das Reisen etwas schneller gehen. Aber gut. So sehen wir ein bisschen was von der Stadt. Und ich kann die Aufnahme in die Länge ziehen. Wollen wir mal ein bisschen Geld reinwerfen? Los, springt alle zum Geld. Vor allem, wir haben 10 Münzen geworfen, wie viel da drin liegt. Ne? Das ist Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Achso, Arxe oder Arxe. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Währung so heißen soll? Arxe oder Arxe? Also wurde mir geschrieben. Hat mir jemand gesagt. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es fängt mit A an. Also ist schon mal ganz gut. Besser als wenn ich es immer Geld nenne. Obwohl das auch nicht so verkehrt ist. Hier haben wir noch einen Brunnen. Und dann klicke ich einfach mal hier drauf, um jetzt zu V rumzugehen. Jean. Es wird dunkel. Das war dumm. Naja, egal. Wir können uns ja sehr professionell abrollen. Ja, ah, nein. Au, 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 au. So, Ezio, dann zeig mal, was in dir steckt. Gut. Hier sieht schon mal ganz gut aus. Hier, so hoch. So. Jetzt, los. Los, los. So. Hier. Okay, nein, das war zu weit. Los, runter. Und synchronisieren. Gut. Okay, 22 Aussichtspunkte ist dann doch nicht so wenig, habe ich dann mal festgestellt. Wie viele Schwarzmarkthändler hier einfach mal sind. Ist ja Wahnsinn. Warum ist denn hier überall kein Aussichtspunkt? Aha. Hier ist der nächste. Warum ist denn das so sauweit weg? Da ist das einfach mal so weit weg. Ey, das gibt's ja auch nicht. Na gut, dann kümmern wir uns mal hier drum. Achso, das ist ja auch ein Aussichtspunkt. Okay, also doch nicht so weit weg. Ich hoffe, wir schaffen das schon mit unserer jetzigen
Ausrüstung an Waffen und so. Aber mir neue zulegen kann ich gerade auch nicht, denn so viel Geld haben wir nicht. Also muss es auch so irgendwie gehen. Ich weiß, ich verwende so gut wie keine Bomben. Ich weiß gar nicht wozu. Kirschköder. Sag ja Name schon. Und zum Weglocken irgendwie. Krähenfußbombe. Keine Ahnung, was eine Krähenfußbombe nun wieder kann. Gut. Auf zum. Ich wollte schon wieder Borzerturm sagen. Zur Templerfeste. Da müssen wir wieder so einen Templer-Hauptmann töten. Und danach. What the fuck? Was ist denn hier los? Ich darf im Templer, darf ich, oh Gott! Das ist Templergebiet und da darf ich mich nicht mal drin aufhalten, die greifen mich sofort an, das ist ja mal was. Alter, das ist ja mal richtig hart. Nein, oh, Wichser, du kleines, ja. Alter, da greift er mich oder spricht er mich einfach mal an. Nee, die wollte ich nicht. Ich nehme mal hier seine fette Lanze mit. Lalala, greift uns jetzt hier echt alles und jeder an. Also an Wachen. Das ist ja mal gaga. Das ist ja mal richtig gaga. Aber jetzt muss ich klettern, das heißt, ich verliere meine schöne Lanze wieder. What the fuck? Was habt ihr das gesehen? Scharfschützen. Hilfe, hier sind irgendwo Scharfschützen. Schnell nach oben. Ich fliehe. So. Da ist der Borgia-Turm. Ne, wo ist er? Das? Das ist der Borgia-Turm? Ne. Hä? Chef, was? Der ist feige. Na, so ein Scheiß aber auch. Ein feiger Hauptmann. Das fehlt mir ja noch. Ich hasse das, wenn die fliehen, ne? Gut. What the fuck? What the fuck? Wo? Da drinne. Wie kann ich die besiegen? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Wie besiege ich denn die? Möge das Glück euch immer hold sein, mein Freund. Wie konnte ich denn die gleich nochmal besiegen? Ich weiß es nicht. Ja. Geht ja schon gut los hier. Splitterbombe mal versuchen. Der sieht aus wie... Bei allen Heiligen, was macht er da? Hat's geklappt. Sind sie dort? Stopp! Oh Mann, ey! Da ist er ja! Und da, sofort. Bruder! Die leben ja noch! Nein! Oh, jetzt bin ich tot! Was ist denn das? Wie können die eine Splitterbombe einfach mal überleben? Wie machen sie das denn? Los! Los! Mann! Ich hab nicht aufgepasst. Wie kann ich die denn besiegen aus dem... Ich bin gleich tot! What the fuck? Mann! Wichser! Der weicht nur noch aus, dieser. Wie soll ich den denn? Komm hoch. Ich will die doch nur einnehmen. Weißt du was? Leck mich. Und jetzt? Jetzt gar nichts mehr. Fresse! So, plündern. Hä? Ich hab wieder. Ich. Mann! Scheiß Scharfschützen. Oh nein, jetzt wird ja auch noch gesaugt. Von meiner Tür wird gesaugt. Oh nein! Hört man das? Dann muss ich ganz laut reden. Ach du Kacke. Ich weiß nicht. Das ist mir zu riskant. Ich mach mal einen kurzen Schnitt. Okay, bis gleich. Zweiter Schnitt in einem Part. Mensch, ist ja wieder wunderschön hier. Gott, die scheiß Scharfschützen nerven. Aber vorher plündere ich die hier mal. Vielleicht kriege ich ein bisschen Medizin oder so. Du sollst den plündern. Du sollst... Ey, plündern, Mann!
plünder ihn. Oder habe ich den schon geplündert? Oh, Mann. Ja. Warte des Sultans. Was ist hier passiert? Medizin voll? Oh, cool. So, ihr verdammten scheiß Scharfschützen, ne? Geht mir mal richtig auf den Senkel. Aber so richtig, ne? Sehr unterhaltsam. Sag mal, WTF? Stirb! Ich verstehe das nicht. Kann ich die überhaupt besiegen? Was wollt ihr hier oben? Na wow. Lasst ihr nicht entkommen! Was war das denn? Das hoffen, Freunde. Wisset, dass unsere Herzen bei euch. Was bringt denn eine Krähenfußbombe? Sieht ja aus, als wenn... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Gut, dann lassen wir die einfach mal da. Dann muss ich mich nochmal schlau machen. Oder vielleicht könnt ihr mir sagen, wie das ging. Oh! Wegstecken. Wegstecken. Guck mal, wer da drüben steht. Einer von diesen kleinen, fiesen... Ich bin Übertreiber und ich werde schon wieder beschossen hier. Alter! Mann, ich will nur diesen Turm! Alter! Ich hasse die mit Sperren, ne? Und das ist einfach viel zu laut hier, jetzt hört er mal auf rumzuschreien! Ich glaube, ich heuer die hier gleich mal an, wenn hier gleich noch mehr kommen. Eine Nebelbombe? Vergiss es einfach! Ich vergesse es jetzt nicht! Ich plündere den jetzt hier erstmal für ein bisschen mehr Geld. Warum die auch immer so viel Geld mit haben, ne? Der Teufel wird deine Sünden sicher 10-mal bestraft. Ich werde schon wieder beschossen. Alter! Sucht euch Hobbys! So sinnlos. Irgendein unbedeutender Zwist, kein Zweifel. Wie soll man die auch besiegen, diese scheiß Scharfschützen? Na. Gott, da muss ich aber rennen. Das heißt, hier rüber. Renn, 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 renn. Wehe. Lass mich in Ruhe. Alter! Es gibt... Wisst ihr, das ist einfach total stressig, wenn hier überall Scharfschützen sind? Kein Entrinnen! Ist mir jetzt egal hier. Alter! Das war ja schlau. Oh Mann, jetzt haut ihr auch noch ab! Ah! Wisst ihr, dass ihr stresst? Ihr stresst richtig dermaßen. Ist klar, das ist so klar. Jetzt lass mich doch mal wegrennen! Alter! Wo ist der hin? Wo ist denn diese Schwuchte von Templer-Hauptmann hin? Auf ein Wort! Woher kenn ich den? Ja, dein Gesicht wird sich gut auf einer... Wo ist dieser... Du bist ein toter Mann! Ich werde jetzt nicht beleidigt werden, so, aber ich bin gerade ein bisschen, naja, angepisst, ne? Jetzt habe ich auch noch eine beschädigte Rüstung. Wo ist der scheiß Templerhauptmann? Ich denke, der flieht. Wenn der flieht, dann wird mir da irgendwie angezeigt, dass er zu weit weg ist oder nicht. Warum komme ich da nicht hoch? Warum komme ich da nicht hoch? Spürt ihr das? Meinen Atem in euch. Was ist das denn? Was ist das? Und man versteht kein Wort, das ist. Schnell! Er entkommt uns! Jawolle! Ich sterbe doch nicht für die! Aha! Keine Gnade für dich! Die stehen da ganz selig ruhig. Alter! Ich bin so unter Stress, ne? Nee, komm, vergiss es, vergiss es.
Kann ich den Turm nicht einfach so niederbrennen? Einfach niederbrennen? Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Das Morden endlich auf. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas so dermaßen. Warum kann ich da nicht reinschießen? Also die Lücke ist ja wohl groß genug, um da reinzuschießen. Eindeutig. Verarschen kann ich mich selber. Hallo, Tempelhauptmann? Alter, jetzt kann er nicht mal mehr klettern, dieser... Wer ist das da unten? Keine Ahnung, wer das war, ist mir real. Muss gehen! Schnell! Ich sehe ihn! Ich bringe jetzt hier einfach eiskalt alles und jeden um, ne? Also. Oh, Schande! Widerlich! Leichenflederer! Alter! Dann auch noch ein feiger Hauptmann! Wie soll ich denn das bitte schön gut und anschaulich bitte schön machen, ja? Wenn da überall Scharfschützen sind, die mir gar keine Möglichkeit lassen, von oben irgendwie was zu machen. Hallo? Nein, sag mal, warum wechselst du dein Ziel? Wo sind die Schützen, verdammt? Wir schnappen ihn auch so. Nein, ja, sag mal, bist du denn total behämmert, Ezio? Hab ich denn? Ja, danke. Alter, warum wechselt der einfach mal so das Ziel? Sehen wir ihn erzählen. Ich wollte ihn erschießen, aber er lachte nur und drohte, sein Beinengeheimnis zu brechen. Das ist immer so ein Vetter, ja? Dieser eiskalte Hund von einem Priester. Okay, das schaffe ich so nicht. Wo sind die Schützen, verdammt? Ich vermisse ihn. Wir schnappen ihn auch so. Ihm nach! Hä? Ich bin überfordert. Ja, das bin ich wohl. Verdammt, er hat noch mehr, irgendwie für sich so 30 Mann irgendwie. Wollt ihr die Armee auf mich hetzen? Ich bin eh gleich tot, also. Warum schießt der verdammt nochmal nicht mit? Ich hätte einfach mal meine Assassinen hier. Reicht mir jetzt. Stimmt, warum hole ich eigentlich das Assassinen nicht? Lass meinen Assassinen in Ruhe. So. Okay. Es ist natürlich sehr elegant, was ich hier mache, ich weiß. Der Part ist zu Ende. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.